Kurzem bei Schlaganfalltagen möchte ich euch einmal den Fast-Test erklären. Mit dem kann ich gucken, ob wirklich bei einer Person ein Schlaganfall vorliegt. Angefangen beim F, das F steht für Face, und ich kann die Person einfach mal fragen, ob die mich anlächelt. Und wenn nur die eine Hälfte lächelt und die andere Hälfte irgendwie komisch runterhängt, dann ist das ja schon mal sehr ungewöhnlich. Das A steht für Arms, und jetzt kann ich die betroffene Person einfach mal fragen, ob sie die beiden Arme nach vorne strecken kann. Und wenn der eine so ein bisschen abfällt oder auch gar nicht erst hochgeht, dann ist auch das ja schon mal nicht ganz so ungewöhnlich. Der dritte Buchstabe ist das S, und der steht für Speech. Ich kann jetzt die Person einfach mal auffordern, einen ganz leichten Satz nachzusprechen. Und wenn dieser geleit oder genuschelt oder auch nur sehr verzögert rauskommt, ist auch das schon mal ein starkes Indiz. Der letzte Buchstabe ist das T, und das T steht für Time. Ich kann jetzt mal gucken, ob die Person zeitlich und auch örtlich orientiert ist. Also frage ich sie einfach mal, welchen Tag haben wir heute oder wo befinden wir uns. Und wenn das schon nicht richtig kommt, dann ist auch das ein klarer Hinweis. Und das war's schon mit dem Fast-Test. Wie sicher fühlst du dich denn jetzt damit?